Ja, und zu Philipp, natürlich, ich habe heute so ein lachendes und ein weinendes Auge, weil klar ist natürlich, dass durch den Abgang von Philipp, der die Offensive nicht nur von uns im letzten Jahr, er war Topscorer mit 22 Scorerpunkten, aber auch die letzten Jahre der Eintracht einfach sehr geprägt hat, dass wir so einen Spieler verlieren. Und das ist aus sportlicher Sicht natürlich auch in dieser Kurzfristigkeit eine Schwächung für uns, ist ganz klar. Aber ich habe auch ein lachendes Auge, weil ich weiß, wie letztes Jahr die Saison begonnen hat mit Philipp, ja, mit wo Streik oder mal nicht gespielt hat, und haben dann viele Gespräche geführt und er sich dann auch wieder zu 100% in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Und ich habe zu ihm damals gesagt, Philipp, wenn du mal Eintracht Frankfurt verlässt, dann sollst du das als Held verlassen. Und jetzt verlässt er als Europapokalsieger die Eintracht als Held, der das mitgeprägt hat auf Player of the Season in der Europa League, die er sich auch verdient hat. Und das gönne ich ihm vom Herzen.